Guten Morgen. Es ist jetzt 5.30 Uhr, 5.40 Uhr, 5.40 Uhr. Genau die richtige Zeit, um jetzt ein bisschen Fahrrad zu fahren. Tobi und ich fahren heute eine kleine Runde durchs Erzgebirge. Wir fahren heute den Stoneman Gold. Das heißt, uns erwarten heute 300 Kilometer und 5000 Höhenmeter, was man halt mal so macht auf dem Samstag. Ja, das wird spannend. Warum macht man sowas? Das ist doch dumm. Ich bin drüber. Ich habe gerade keinen Spaß mehr. Wetter hat so Semi-Bock. Also wir sollen auch ein bisschen trocken bleiben heute. Das ist schon mal die gute Nachricht. Aber ich glaube, es wird sich nicht vermeiden lassen, dass wir heute auch mal richtig nass werden zwischendurch. Bisher sieht das jetzt hier so aus. Das war echt schön. Ja, dann fahren wir jetzt mal los. So. Anstieg Nummer 1. Von 16. Also der Plan ist nämlich eigentlich, dass es entlang der Route so Stationen gibt, die man anfahren kann, um sich dann mit seiner Stempel- oder Standskarte sein Löchlein abzuholen. Allerdings haben wir leider Gottes gestern die falsche Karte bekommen, die für Mountainbike. Und das machen wir ja heute nicht. Und ja, ratet mal, wer heute Morgen um 4.30 Uhr wach war, um uns die Karte zu tauschen. Niemand. Alter Lachs. Das war ganz schön steil direkt. So 15% Beine sind jetzt wach. Tobi holt sich jetzt seinen Stempel ab. Ich glaube, bei dem Ding sollte das wohl noch funktionieren. Danach wird es dann schwierig. Da braucht man auch Kraft, genau. Er haut halt gar nicht hin. Schade Schokolade. Naja, ist dann jetzt halt so. Na gut. Wir sind jetzt eine Stunde dabei. Circa. Ich glaube, uns hat bisher ein Auto überholt. Es ist sau ruhig. Das Wetter ist bisher auch noch sehr dankbar. Szenerie ist brutal. Und da guckt sogar ein bisschen die Sonne raus. Ja. Ja, also bisher ist alles noch entspannt, glaube ich. Haben jetzt auch schon einfach irgendwie 500 Höhenmeter weg. Das heißt, wir haben jetzt schon 10%, könnte man quasi sagen. Sind quasi fast fertig. Sind quasi fast da. Checkpoint Nummer 2. Sind jetzt bei ca. 50 Kilometern, haben jetzt auch schon fast 1000 Höhenmeter. Das heißt, wir haben tatsächlich jetzt schon echt ein Stück geschafft, irgendwie in den ersten Stunden. Uns haben bisher 4 Autos überholt, glaube ich. Kommen gut voran. Ja, macht Bock. Noch macht's richtig Bock. Mal gucken, ob das in 3-4 Stunden immer noch genauso ist. Jo. Also das ist natürlich Quatsch jetzt hier, so 16%, das braucht kein Mensch auf dem frühen Morgen. Ist halt echt noch ein richtiger Klopper vor uns so, ne? Haben jetzt irgendwie halt so ein bisschen mehr als 1000 Höhenmeter, da kommen halt nochmal 4000. Aber das ist schon doll. Ja. Es ist gutes Wetter, es ist nicht viel los, ja. Ruhige Nebenstraßen. Ja. So sieht das hier aus. Das ist schon schön, ist schon, muss man sagen, ist schon schön gemacht hier alles.
ist schon, haben sie sich Mühe gegeben. Hallo du! Och, schade. Ja, das ist jetzt der dritte Punkt. Oder? Ja. Ja. Wir haben jetzt weg fast 80 Kilometer sogar schon. Ja, lief bisher echt gut und auch zügig. Und jetzt, oh Gott, oh Gott. Und jetzt sind wir hier irgendwo im Mittelalter angekommen, in Olbernau, um genau zu sein. Und jetzt geht es erstmal gleich berghoch. Aber bevor wir uns jetzt da Richtung Schwartenberg begeben, das ist dann unser nächster Zielort, werden wir jetzt mal Getränke auffüllen. Denn da ist nicht mehr so viel drin jetzt nach 3 Stunden. Guck mal, der hat hier so richtig so Pulver mitgenommen einfach. Und ich fülle mir Volvic in die Flaschen. Ja, naja. Jeder, wie er will. Und alle machen mit. Grüß Rihanna. Ja, also. Wir fahren mal weiter. Gleich. Checkpoint Nummer 4. Schwartenberg. Kilometer. Viel. 100, glaube ich. Jetzt schon fast. Und ganz schön weit oben. Das ist nice. Ist wunderschön. Tobi ist auch wunderschön. Jetzt geht's gleich runter. Wir haben jetzt 102 Kilometer weg. Das heißt, ist jetzt tatsächlich schon ein bisschen mehr als ein Drittel geschafft. Ich muss ehrlicherweise sagen, dass es mir noch erstaunlich gut geht. Allerdings checke ich halt gerade, dass wir jetzt schon 100 Kilometer unterwegs sind. Ist ja nun nicht mehr losgefahren. Ist schon unterwegs. Da kommen jetzt halt aber noch mal 200. Also das, was wir bis jetzt gefahren sind, noch zweimal. Das finde ich besser, wenn du es laut aussprichst. Also keine Ahnung. Wie gesagt, bisher fühle ich mich noch gut. Muss aber sagen, ich habe ganz schön Respekt jetzt. So Kilometer 100 bis 200, ich glaube, das wird zäh. Aber Wetter entlohnt, Landschaft entlohnt, Straßen sind mega ruhig. Die paar Autofahrer, die hier unterwegs sind, sind bisher mega freundlich. Ja, ist nice. Macht ultra Bock. Ja. Macht ultra Bock, oder? Macht ultra Bock. Schön. So, Tobi. Checkpoint irgendwas? 6. Checkpoint 6. Wie viele sind es denn eigentlich? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 und nochmal Oberwiesenthal sind 14. Ah ja. Ja, wie ist? Wie geht's dir? Anstrengend. Sind jetzt bei knapp 5 Stunden oder so? Beine fangen langsam an, weh zu tun, muss ich sagen. Ja, wie du gesagt hast, Kilometer 100 bis 200 ist am schlimmsten, weil es einfach ist noch. Du hast noch, einfach noch zu viel vor dir, um dich zu freuen. Ja. Und man ist aber halt auch schon echt unterwegs so. Ja. Ey, im Übrigen, also Tobi und ich haben gestern Abend noch philosophiert, ob wir jetzt Trikot und Weste und Armlinge anziehen. Oder ob überhaupt Armlinge und so. Und also ich hatte meine Jacke bisher noch nicht einmal aus, Tobi auch nicht. Und es ist Anfang August und wir haben einfach so 12 bis 15 Grad.
Das ist schon gut. Ich muss aber ehrlich sagen, ich bin eigentlich ganz dankbar dafür. Besser als 30 Grad. Auf jeden Fall. Okay, gut. Bloß schnell keine Zeit verlieren, bevor die Beine fest werden. Wir fahren weiter Richtung Grenzübergang. Dinge, die man im Hochsommer halt so macht. Drachensteigen. Klar. Also, Hälfte ist geschafft. Ich sag's, wie es ist. Ich merk's. Ja. Beine sind ganz schön müde. Gerade eben noch Getränke aufgefüllt und noch kurz was gegessen an einem Discounter. Und das hat leider ein bisschen länger gedauert als geplant. Und jetzt sind die Beine ganz schön schwer. Naja, sei es drum. Wir sind jetzt auf der tschechischen Seite. Ab jetzt ist der Asphalt ein bisschen rauer. Ist aber nicht so schlimm, weil eigentlich sollte der Rücken jetzt, sollte der Wind jetzt gleich drehen. Und dann sollten wir die größte Zeit mit Rückenwind zurückfahren. Fahren jetzt hier oben noch so ein bisschen auf den Kamm, bevor wir dann das erste Mal ins böhmische Becken abtauchen. Und dann wird's geil, dann beginnen nämlich die langen Anstiege. Ah, das ist schon gut, ne? Da fahren wir jetzt mal runter. Zwei richtig fiese Anstiege heute. Den ersten haben wir jetzt gerade absolviert. Das merkt Tobi auch gerade. Ja, und jetzt geht es noch mal so ein bisschen hoch runter und dann fahren wir noch mal runter ins böhmische Becken. Dann kommt erstmal ein ganzes Stück flach. Da hoffe ich, dass wir Rückenwind haben. Und dann ja, geht es auch quasi schon ins Finale. Aber jetzt erstmal wieder klarkommen. Hola. Wir haben jetzt 200 Kilometer rum. Das heißt, es ist jetzt nur noch zweistellig, was wir jetzt noch fahren müssen. Also ich meine damit jetzt noch unter 100 Kilometer verbleibend. Das ist schon zäh. Gerade eben da der Anstieg am Südhang, also quasi aus tschechischer Seite Richtung Deutschland, war ganz schön lang und ich glaube, wir haben da so ein bisschen überzogen und irgendwie habe ich nicht kommen sehen, dass es jetzt direkt danach weiter hoch geht und das tut gerade weh. Tobi und ich reden gerade nicht mehr so viel miteinander. Aber das ist okay. Aber das ist dann halt schon entlohnt, ne? Das ist schon dick. Eben schon zu Tobi gesagt, wahrscheinlich sieht es dann im Video so aus, als würden wir die ganze Zeit nur runterfahren. Ist nicht so. Ich musste nur tatsächlich gerade eben die Kamera einfach im Trikot lassen, weil die Anstiege ganz schön giftig waren. Ja, aber nicht so schlimm, denn wir haben jetzt echt schon wieder einen ganz schönen Teil geschafft. Es sind jetzt nur noch 70 Kilometer. Mein Garmin möchte mir gerade echt viel Mut zusprechen. Und sagt, dass wir in 2,5 Stunden schon wieder zurück wären. Das
glaube ich nicht. Wir suchen uns jetzt mal noch was zu essen und machen die Flasche mal voll und dann, ja, Finale sozusagen. So, das sieht doch gut aus. Das hier, das wäre eigentlich interessant, Tobi. So, Digi, keine 60 Kilometer mehr. Aber noch 1000 Höhenmeter. Ein bisschen mehr sogar. Ja, wie geht's dir? Ja, ich hatte bei Kilometer 180 ein ziemliches Loch am Südhang mit dem 25-Minuten-Anstieg. Es hat dann so bis Kilometer 215, 220 gedauert, bis ich wieder raus war. Jetzt geht es mir aktuell ganz gut. Ja. Schauen wir mal, was der letzte Anstieg ansagt. Ja. Das sind auch nochmal 20 Kilometer oder so. Ja. Ja, da bist du jetzt quasi gleich so weit gefahren wie noch nie in deinem Leben. Ja, herzlichen Glückwunsch dazu. Also ich sag's, wie es ist. Ich bin gut im Arsch. aber macht ja nichts, weil wir haben jetzt nochmal 30 Kilometer und 1100 Höhenmeter vor uns und das ist dann auch noch nicht das Ende. Ja, nützt nichts. Da müssen wir jetzt durch oder hoch oder beides. Ja, aber bisher läuft es eigentlich doch ganz gut. Ich bin gespannt, was jetzt der Berg gleich mit uns macht. Aber Tschechien trotzdem geil. Ich meine, guck dir das mal an, Alter. Das ist schon schick. Halt den ganzen Tag nicht viel los auf den Straßen. Nee. Das ist sehr, sehr angenehm. Das ist schon gut. Es wird dann jetzt doch noch mal hart, ey. Auch dann hier noch so ein Straßenbelag, der ist so eine Nummer vor Kopfsteinpflaster. Das ist schon übel, Alter. Aber dafür halt sehr steil. Da geht's ja. Wenn es jetzt noch so weitergeht bis nach oben, dann gute Nacht, Johanna, sag ich mal. Aber ich glaube, das wird dann noch gleichmäßiger. Ich hoff's. Ja. Warum macht man sowas? Das ist doch dumm. Kannst du auch einfach auf den Samstag dich mal entspannt auf die Couch legen. Einfach so, keine Ahnung, alle Staffeln Stromberg durchgucken. Zwischendurch einpennen, Buch lesen, irgendwas, nee. 300 Kilometer Fahrradfahren ist es. Und ich stelle auch gerade fest, so 300 Kilometer ist schon lang. Aber wenn man dann auch irgendwie so 5000 Höhenmeter dazu nimmt, dann wird es richtig interessant. Wenn so die Fahrten so unsinnig lang sind, dann genießt du halt auch die letzten 30 Kilometer nicht mehr. Obwohl du ja fast da bist, so. Kannst du dich nicht freuen, ist einfach nur noch Scheiß. Ja, naja, gut, wir machen mal noch die restlichen 1000 Höhenmeter. Bis gleich. Alter, Tobi, wie ist? Hart, anstrengend. Ich bin drüber. Ich habe gerade keinen Spaß mehr, so gar nicht, aber da müssen wir jetzt noch hoch. Dann machen wir da unser vorletztes Löchlein. Ja, und dann Fichtelberg. Und dann rollen wir bis ins Hotel. Und dann hat sich das hier erledigt. Zum Glück. Ich habe zwischendurch gezweifelt, ob ich das da jetzt hier in einem Zug hochfahre. Ich habe jetzt so, ich denke mal 20 bis 30 Minuten Intensivstudie über Tobis Kassette betrieben. Sonst nichts anderes mehr gesehen. Aber wir sind oben, finally. Ich würde es euch jetzt gern zeigen. Aber stellt euch bitte einfach vor, dass man da ganz weit gucken kann. Ich bin jetzt echt gerade zu grau, um da jetzt vorzulatschen. Musik.
letzten 100 Höhenmeter. Jetzt nur einmal hoch, Fichtelberg und dann ciao. Dann wird nur noch bis ins Hotel gerollt. Tobi und ich haben nämlich jetzt die Challenge, dass wir jetzt nochmal all out hier hochfahren, alles was geht. 200 Watt. Das alles was geht. 240 Watt, mehr ist nicht drin. Muss reichen. Ey, aber ganz im Ernst, Fichtelberg ist ein Witz. Soll ich mal verpissen. Richtig peinlich, allein der Name Fichtelberg. Alter. Ja. Da fällt mir jetzt auch nichts ein. Ja, und ein Glück. Ich bin auf jeden Fall noch nie so viele Höhenmeter am Stück gefahren. Das sind jetzt irgendwie 5500 Höhenmeter oder so, die hier auf der Uhr stehen, 5600. Das wird auch so schnell nicht wieder passieren, ne? Nö, reicht dann auch für heute. Jo, okay, also ich mache jetzt hier mal mein letztes Löchlein und dann rollen wir zurück. Wir haben's. Also wir haben es, heißt es dann. Alter Verwalter, das war ganz schön übel. Ich muss ehrlich sagen, bis Kilometer 260 war die Wiese grün komplett. Und dann die letzten 1200 Höhenmeter oder was das waren. Hat mich einfach komplett erledigt. Aber Tobi ging es dann wiederum richtig gut. Und er hat mich da schön durchgezogen. Von daher hat das jetzt alles gepasst. Was sagst du? Das war ziemlich anstrengend. Also aber es war sehr, sehr schön. Ja. So landschaftlich, die ganze Strecke und so. Ja. Es hat den ganzen Tag nicht geregnet, obwohl es angesagt war. Das war extrem schön. Da hatten wir richtig Schweine. Ja, war auf jeden Fall eine geile Erfahrung. Also ich muss ehrlich sagen, ich bin deutlich euphorischer, als dass ich gerade wirke wahrscheinlich. Ich bin einfach echt im Sack. Ja. Also, das waren knapp 300 Kilometer durchs Erzgebirge, Stoneman Gold, an einem Tag. 5600 Höhenmeter. Ich hoffe, es hat gefallen. Wir fanden es auf jeden Fall eine sehr, sehr wertvolle Erfahrung. Auch so das, was in einem passiert, ist dann doch recht interessant, das so ein bisschen zu beobachten. Haut rein, wir sehen uns. Ciao.